bitte nicht vergessen. Jo. Ich werde diesmal nicht aufnehmen, weil ich gucken will, ob diesmal es keine Lags gibt. Aber ich habe das Spiel sowieso neu gemacht. Beim nächsten Mal nehme ich dann auf und gucke, ob es da dann Lags gibt. So, so. Ja, wenn es dieses Mal... Und ich bin faul. So, du kannst ja beim ersten Waffenstopp... Nein. Aus Prinzip schon nicht. Nein, das ganze Rennen durch muss es sein, weil ich habe immer zum Ende des Rennens hin Lags. Wenn es diesmal wieder Lags wird, dann heißt es dann irgendwie das Spiel im Weg, keine Ahnung. Ist meine Verbindung zu kacke oder sowas. Boah. Das ist, weil das Spiel aufgeregt ist, wie du ins Ziel kommst. Ja. Diesmal mit nicht Copyright Music. Okay, gut. Oh Jungs, ich mute mich dann mal, ne? Warum muten? Konzentration. Ja Gott. Okay, los. Wer mutet den? Ich glaube, der Buffel hat sich selbst gemutet. So, da sind wir. Ab auf die Strecke! Jetzt geht's los. Doch, erstmal Team. Wir können übrigens alle auf Rennen starten gehen, ne? Also jetzt hier. Jo. Qualified starten. Nach der Quali nicht auf Start drücken. Erstmal alles rein. Es gibt Schläge. Ja. Und ich sehe gleich den Spruch schon wieder kommen. Ich habe auf Start gedrückt oder was? Oder. Nein, wer hat auf Start gedrückt? Achso, wenn Horst es gemacht hat. Ja. Wer? Das ist bei allen drei Videos. Horst ist der einzige. Wirklich! Du merkst, wie unlustig ich bin. Oh Gott, das ist total laut. Mach Foto. Nein, da hat's die letzte Kurve gemacht. Oh. Ja, du warst immer vorne. Siebter Platz ist so schlecht. Also, Horst, jetzt ernsthaft. Was? Ja, guck mal, bis auf unsere Seite. Und Force Feedback ist total im Arsch. Ah, das passiert manchmal im Qualifying. So, ich bin Teamkollege vom General. Okay. Hat man das Spiel ich bei mir gehört? Nö. Ah, okay, gut, weil ich fand das so ein bisschen laut. Borger hat TS? Ja, ich bin im TS. Ah, gut. Ah, gut, mein Teamkollege hat TS. Entspannt. Der ersten beiden, warte, wer ist nochmal mein Teamkollege? Wie heißt er? Ja, Horst, wie findest du das? Wer vorne ist oder jetzt einfach vorbesprechen? Vorbesprechen. Ich habe ja meine Runde genannt. Und natürlich vorbesprechen. Okay, wer ist im 99er Williams? So, Setup und nicht zum Start. Bist du ein bisschen groß? Ja. General, kriegst du eine andere Runde oder willst du die gleiche? Ich sag ja, ich eigentlich die gleiche. Okay, also dann wer vorne ist. Ich sorge jetzt mehr gut. Mein Gott. Also, wie ich sag, was wir sehen das soweit? Nein. Okay.
Wie lange dauert das jetzt, das Rennen? So eine Stunde, ne? Weniger. 3-4 Stunden. 46 Minuten, glaube ich. Gut, danke. Jo, ich bin fertig. Kann ich das noch leiser machen? Ja, wer halt. Ja, das müsste Ghost sein. Das müsste Mr. Ghost sein. Wer hat gestartet? Auch gestartet? Moment, ich bin eh fast fertig. Ha, ich weiß nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Muss einfach jetzt habe ich es von zwei Leuten, die das sagen. Scheiße, vom Platz 6 starten, ich habe Angst. Ja, das war bis jetzt ein gutes Qualifying. Also das Beste jetzt in der Liga. Bin ganz froh. Siebter wieder, ich glaube, in dem war ich auch Siebter. Oder Sechster war ich sogar. Ich bin Sechster. Ja, so, geht los. Qualifying ging sogar ganz gut los in den ersten zwei Sechs, den dritten bin ich dann zurückgefallen. Magnussen, ich zieh dich am Start. Ja, toll. Ich bin viel, ich hab keine Ahnung. Ja, ganz großer Unfall. Ich bin vorbei. Oh Jungen Gott, und Johnny ist hinter mir. Gott sei Dank, jetzt hab ich's. Oh nein, scheiße. Geil, das kann man so schlecht mir starten. Hallo, wer schiebt denn da? Oh, scheiße. Ich will das runtersteuern. Oh ja! What? Oh fuck! Warum hab ich nur gerammt hier? Was soll das? Entschuldigung, ich wurde von der Seite gerammt. Ja, ich hab zwei Autos. Danke! Ich hab zwei Autos in die Seite gekommen. Besser. Ach Leute, gleich in der zweiten Kurve, das ist scheiße. Oh, scheiße. Ich hab die Bremsen. Die kleine Bremsscheiben sind nicht so gut, hab ich gemerkt. Ja, okay, Eddie, das war nicht extra. Boah. Macht's aber deutlich mehr aus. Also ja, ich weiß nicht warum, aber das Force Feedback funktioniert bei mir überhaupt nicht. Geht einfach auf die Außenseite in den Kurven. Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache. Mann, war das ein Kaufstart? Ja, schon ein bisschen. Wir hängen da hinten am letzten Platz fest. Oh ja, den siebten schön lang übersetzen. Ui, ui. Das Spiel laggt quasi für mich. Ich check das nicht. Was ist denn da das Problem? Kann ich fahren? Was soll ich sagen? Ich frag mal, wie die Game halt den ganzen Spaß in den Kontroller. Nachricht. Ja, ey, das funktioniert nicht. Sorry, ich muss aufhören. Das geht nicht. Das Feedback ist überall nur da nicht, wo ich es haben will.
Ich meine, es zieht mich weg von der Kurve. Manchmal zieht es mich in die Kurve. Also es macht wirklich da, was es will. Oh, ich bin schon wieder auf 9-11. Ja, sorry, so viel Glück. User disconnected from your channel. Warum reden denn alle anderen vom 9. November? Oh. Was ist denn jetzt passiert? Was passiert, Killerkartoffel? Der ist aus dem Schelm raus, wie du vielleicht gehört hast. Aha. Aber gerne, das Dezibel deine Linie ist auch irgendwie. Ein Vorteil von Discord, sowas passiert da nicht. Weil es andauernd an ist. Das, was im Hintergrund läuft, wie Skype oder sonst wie. Okay, ich glaube, das ist doch, weiß ich, keine Ahnung, mir egal. Ja, wenn der Internet weg ist, ist auch Discord weg. Ja, keine Ahnung, muss ja nicht unbedingt am Internet nehmen, wenn man von TS disconnected. Ja, aber wenn man vom Spiel und TS disconnected. Ja, keine Ahnung, mir egal. Ah, jetzt wo ich die Bremspunkte herausgefunden habe, jetzt geht das. Scheiße. Den Ende Reifen, oh, ach scheiße. Hey, wieso fahre ich immer weiter zurück? Wie kann das denn gehen? Heißt, der starke Band ist nicht im TS am Reden, oder? Das ist schlecht, dann können wir jetzt einfach da reinkommen. Den kann ich aber hören, glaube ich. Ja, aber das heißt ja nicht. Wenn er reinkommt, dann weiß ich das ja nicht. Mann, was ist das für eine Scheiße? Der rutscht. Ja, nee, die oder? Kurve ist böse. Ja, vor allem, ich hab die ganze Zeit schon untersteuern immer, ne? Ja, oh. Ja, am besten übersteuern. Am besten nicht, aber immer. Überall untersteuern. Aber hier übersteuern. Was ist das für eine Kacke, bitte? Ah. Die Lacke doch lag geschrieben, sein PC ist abgestürzt. Was? Weißt du, heute ein Windows-Update gab, aber ansonsten? Ich kann ja Dark Shooter haben, nicht gleich. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Die Lücke zu schließen. Langsam wieder Anschluss. Hm.
Ah, zu spät gebremst. Ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt daraus noch mache. Ich glaube, wir haben ein spannendes Rennen hast du heute noch. Ja. Ja. Okay, Zero verrückt mich auch noch nicht. Den Reifen aus, das geht doch noch locker. Meine bauen voll ab. Bei dem hab ich geguckt, ob es regnen wird. Mehr hab ich nicht drauf geachtet. Alter, es ist Bahrain. Heißt doch nichts. Boah. Komm schon! Scheiße. Du leckst dich manchmal nach vorne, gelbe. Du bei mir aber auch. Aha. Bei dir war es zum Beispiel eben auf der Startgeraden und auf diese Gegengeraden hier. Aha. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Ah, vorbei. Danke. Okay, die Runde war ein bisschen schlampig. Ja. Warst du schon in der Boxkette? Ja, ja. Ja. Achso. Runde 6 war der drin. Oh, das war früh. Ja, die weichen Reifen waren tot. Ja, die gehen bei mir noch. Deswegen auch die Verbremser.
Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne wissen, wenn mein Teamkollege an die Box will. Bin's nicht. Also Krogas oder? Krogas. Mein Teamkollege. Ich verstehe alle ganz schlecht, Leute. Okay. Kann ich jetzt an die Box fahren, wenn er das sagt, oder? Kannst du machen, ich bin noch draußen. Alles klar. Sorry. Also das Spiel ist so laut, das Spiel ist drumherum gar nicht richtig. General Dezibel, wie weit bist du vor Vatigold? General Dezibel ist eine halbe Sekunde vor mir, also 5 Sekunden ungefähr. 5 Sekunden zwischen General und Vatigold? Ja. So eng. Weiches Bloß. Oh, der General ist erster. Ja, schon die ganze Zeit. Na scheiße, auch noch ein Konter. Aber nicht durch mich, ne? Nee. Gut. Weil ich habe auch keine Berührung gemerkt, sonst hätte mich das gewundert. Ich wollte mich nur ein bisschen weiter außen. Ich gucken wollte, was da passiert. Eigentlich habe ich mich zu weit außen gehalten. Ich habe mich so gefreut, so ein richtig schönes Überholmanöver in der Kurve. Und dann war doch nicht so schön. Ich muss ich nicht auf Ads fahren, immerhin. Zeit habe ich von 7 Sekunden. Geil. Magnus, wie weit bist du noch Vatigold? Keine Ahnung, der war schon der Boss. Ja. Nee, Vatigold war nicht der Boss. Nee. Wie weit bist du vor Dark Shooter? 5,8 glaube ich ist er. Ja, irgendwie. Okay. Vielleicht kommt ja die nächste Zeit vorne, dann können wir es dir sagen. Dark würde ich kommen rein. 3,9 Sekunden.
Oh, das ist wenig. Ja, ich hab dann fahr ich lieber noch eine Runde. Boah, schon wieder in der gleichen Kurve raus. Oh, schön gegen die Wand. Bin jetzt halt voran. Ja, Reifen sind durch. Ja, das ist ganz schlimm. Wenn die hier ein bisschen zu durch sind, fliegst du sofort raus. Oh, da kommen zwei rein. Wir glauben, dass das Auto vor dir ist, das Ende des Rennens sparen. Und diese Kurve vor der Gegenrad, da ist richtig übel. Oh, trotzdem 4 Sekunden schneller als letzte Runde. Yay! Warte mal, Reifen, härtere. So. Boah, irgendeine Scheiße, wie der Veranstaltung dieser Ding. Hey, die war schon der Bot. Das muss jetzt halten. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Das heißt schon, was man im ersten Gang mit 100 durch die Boxengasse schwimmen kann. Also an meinem Teamkollegen, ich gehe jetzt in die Box diese Runde. Ui. Drehokas. Ach, keine Ahnung. Gorga heißt der, glaube ich, oder? Ja. Der ist nämlich hinter mir. Jetzt auch wohl genug Zeit, dann nochmal. War noch jemand nicht in der Box? Anscheinend nicht. Ich meine schon. Der dritte oder so, glaube ich. Sebastian Vettel war in der Box. Ja, sechste Runde. Ach ja, genau. Deswegen. Aber du musst ja nochmal, ne? Ja. Der muss noch zweimal. Ja, vielleicht schaffe ich da mit den Haken auch, dass ich nur noch einen Stop brauche. Aber die sind jetzt schon wieder ziemlich durch. Ich hasse das, ey. Ich weiß nicht. Theoretisch weiß ich, wie man Reifen spart, aber irgendwie kommt das nicht. Oh Gott! Kann nur so eine Scheiße durch eine Kurve fahren. Und dreimal die Richtung dabei ändern. Thank you.
einsetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Alter, was hier für Zeiten da rein in den Asphalt rein. Ja. Oh. Ein Hauskutscher! Ja, der Körper hat meinen Hinterreifen weggerissen. Jetzt bist du das, der mich angreift. Oh, ja. Scheiße. Ja. Aber du hast eine viel höhere Topspeed und bessere Beschleunigung. Mhm. Der Windschatten reicht nicht. Ich fürchte auch. Oh, pinker erster Sektor. Du auch? Ja. Bei mir auch. Diesmal kein Fehler. Ja. Ich glaube, Vatibolt sterben uns gleich beide. Naja, da bin ich wieder raus, zu weit rausgekommen. Verarschen, Alter, was fahren hier für Zeiten? So weit weg ist er doch gar nicht. Komm wieder wieder in der erster Sektor. Fantastisches Tempo, weiter so. Scheiße, durch den Windschatten verschwindet anfassbar. Also du kannst dich ruhig mit Voltin ein bisschen kabbeln. Ich hab nicht so Bock auf diesen Dreier. Der kriegt dich auch noch, pass mal auf. Ah, verdammt.
Sehe ich das nicht. Ich hatte zweiten Sektor auch nicht. Vila. Das ist mit abgefahrenen Reifen. Die sind 12 Runden alt. Dann waren wir besser damit. Ah, die Runde wieder schön verkackt. Ich hasse diesen Sektor. Den zweiten Sektor, der ist scheiße. Kann ich in die Box? Nasen lassen? Ja, ja. Okay. Ich dachte, Mr. Ghost ist mein Teamkollege. Der ist der 99. Oh, ja. Markus, die Teamkollege ist Mr. Ghost, also hat er jetzt keinen. Ja. Den Freund wundere ich mich gerade. Scheiße von dieser Kackkurve hier. Wir glauben, dass das Auto vor dir noch ziemlich viel Sprit an Bord hat. Boxenstopp, die Reifen sehen aus, da kann ich mir durchfahren. Er hat mich! Pass auf, Dark Shooter, jetzt komm da! Habt ihr harte oder weiche Reifen drauf, ihr beiden? Ich hab harte. Willst du nur eine Einstopp fahren oder nur zwei Stopp? Ich fahr Einstopp. Fuck, Alter, wir haben dieselbe Strategie! Ist ja gut für dich. War nur witzig, weil wir sind auch vorhin exakt in derselben Runde reingefahren. Ja. Also niemand von uns hat einen Reifenvorteil. Also du hast einen ganz klaren Autovorteil dazu. Ja, das stimmt. Oh, dann Spiel, ich mir das raus, das ist so schön. Und nachher kannst du es angucken, ich hab dich zweimal überholt. Wobei du einmal gekontert hast, leider. Ich bin wieder an Vatibol vorbei. Zeit, welches so rummeiert. Der Eddie einfach weg. Eddie, ein oder zwei Stop? Ein Stop. Scheiße. Schlimm, wo Sebastian Fenfett zwei Stop, oder? Ja, ja, ich hab zwei Stop. Er wäre in Runde 6 ja nicht reingekommen. Ah, fuck. Oh Gott, was war das? Die dämlichen Curbs hier, die sind gefährlich. Ja, hab ich ja gerade auch gemerkt. Erste Kurve rot gedreht. Schön langsam ran. Und dann raus, richtig rausgeschneiden, sonst fliegt man immer dort, finde ich, habe ich das Gefühl. Zieht's mich auf einmal nach rechts. Scheiße, 10 Sekunden locker verloren. Mal gucken. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ja, 11 Sekunden. Frag mich, ob die ersten beiden auch komplett durchfahren jetzt. Ja. Ah. Dankeschön. Scheiße, scheiße. Oh. Etwas zu spät gebremst.
Also ihr campet euch jetzt aber hart. Ja, jetzt ist leider ja kostete Zeit. Jo. Mit der Befahrung sie gleich noch neue Weiche holen. Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Oh, ich hab's tatsächlich noch 2 Sekunden rausgeholt, weil ich endlich mal diesen Sektor einigermaßen richtig gekriegt hab. Oder mal wieder richtig gekriegt hab. Jetzt gibt mir aber jeder Körperfeuer. Ich hab Angst. Mach die alle weg. Ah, okay, ich sag's ehrlich, es ist kein gutes Rennen. Ich sage, in der letzten Runde kriegt ihr was jetzt bitte nicht, wenn er so weiter fährt. Oh, ich hoffe, ihr beide haltet ihn noch lang genug auf, dass ich mal endlich mein erstes Podiumsplatz bekomme, nicht wie letztes. Ja, dich kriegt er nicht mehr, dich kriegt er nicht mehr. Komm vorbei, auf. Ah, fahren. Vielen Dank. Ich hab nämlich keinen Bock nochmal das Déjà-vu von China zu erleben. Das war doch super. Letzte Runde. Batibolt kriegt dich bestimmt noch. Yo! Mir tun deine Reifen gerade irgendwie leid. Sag mal, Eddie, du bist doch reingekommen, oder? Naja, jetzt habe ich 30 Sekunden Vorsprung. Ist doch egal. Oh, ich dreh mich raus. Kann ich was sagen? Ich hasse dieses Rennen. Aus, raus. So schön Zeit gemacht, den scheiß Sektor. Kein Bock mehr. Na klar, Watti kommt an ihm vorbei, ohne Zeit zu verbrauchen.
gedreht. Mein Gott. So einen schlechten Tag, wie es scheint. Ja. Was machen wir mit Lags? Ne, Lags gab's nicht bis jetzt. Gerammt in der ersten Runde, ohne Ende. Gorka, bitte Platz machen. Danke. Und die hinter mir bitte behindern. Jo, danke. Neue persönlich schnellste Runde. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. GG. Ja, aber nicht so gut. Ich fahr 1.34.0, Alter. Ja, ich hatte ja nicht. Mittlerweile fahr ich nur noch 1.35, hat Zeit, wenn die Reifen durch sind und ich hab keinen Bock mehr. Kannst du bitte nochmal ausrutschen, Sebastian Vettel? Wenn die Reifen zu alt sind, gerne. Bleib nicht lang hinter diesem Auto. Überhol so schnell. Scheiße. Die Sache ist halt, die sind ja trotzdem orange am Ende gleich. Weil die einfach bei mir so schnell abbauen. Fährst du so wild? Ja. Okay, das letzte Rennen, das ich habe, ist nicht überrundet werden. Das, mindestens das muss noch gehen. Wenn es das schaffst du. Es sollte gehen. Wenn ich noch 3 normale Runden schaffe. Reifst du noch gar nicht so schön, wie mit so heiß. Vorbeikommen.
Oh Mann, das ist nur eng. Mhm, ich glaube auch. Was war Vettel seine beste Zeit? Oh, ah, sorry. Ich schick dir mich an. 32,9 oder so, oder? 32,747. Okay. Runde schneller, Alter. Scheiße, ich schmier's heute raus. Die Kurve ist kacke. Schlimme ist gleich jetzt die letzte Runde. Ich hab noch minus eine Runde Sprit. Dann würde ich auf Mager fahren jetzt. Ja, fahr ich ja auch schon seit 5 Runden oder so. Es wird irgendwie nicht optimal. Auf Vertrauen. Ich glaube, genommen zu dieser 6. Oh. Ich bin mir so sicher, ich bin gerade in dieser Rille gefangen gewesen, dieses Keuerts. Wäre Watti White nah genug dran, hätte er mich gehabt dran. GG Magnussen, das war ein gutes Rennen, wirklich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das kann nicht komm schon, komm schon. Boah. Vorletzte Kurve. Ja, geschafft. Boah. Ach, man war da knapp zwischen 3 und 4. Warte, Vettel hat's noch auf 4 geschafft? Ja. Vorletzte Kurve. Also. Boah, und der vor mir, der war auch nicht mehr weit weg. Ah. Ja, das war ich, aber. Scheiße. Hätte ich eine Runde mehr gehabt, hätte ich einen Ausrutsch am Anfang nicht gehabt. Ach, da wäre ich auf dem zweiten Platz geblieben, glaube ich. So eine Kacke wieder. Immer ist irgendwas. Letztes Mal habe ich mich verpokert in Sepang. Also, letztes Mal habe ich rausgeflogen wegen Internet. Davor in Sepang. Bin ich eine Runde zu lange auf Weichen, also auf Slicks geblieben, obwohl geregnet hat und jetzt rausgeflogen? Na. Schade. Puh. Ui, nein. Aber ich muss mal gleich gucken am Anfang, wer da am Ende mich so rumgekickt hat am Anfang. Ich bin rausgekickt worden. Direkt ja, ich wurde auch weggekickt, weil ich musste mit kein drei Leuten. Scheiße. Ich musste mit drei Leuten durch die Kurve fahren, durch die zweite da. Da hilft es auch nicht, egal wie passiv du fährst, irgendwer wird berührt.